Hallo und schönen guten Morgen aus Lissabon. Ja, ich sitze hier an diesem unendlich weiten Strand. Schaut mal, ist ein bisschen bedeckt, ein bisschen diesig. Riesengroße Wellen. Und ja, Nachsaisonstrand, alles total ruhig. Und aber diese Weitläufigkeit, die ist unglaublich. Und auch dieses Meerrauschen, das ist super beruhigend und für mich auch irgendwo herzöffnend, wenn man sich darauf einlässt und so herzöffnend reinigend. Und ja, da tummelt man sich oder geht man an so einem schönen Ort und dann ist man sich manchmal gar nicht bewusst, was für Gedanken man hat. Und ich möchte euch mal anregen, wirklich eure Gedanken nur zu beobachten. Den ganzen Tag lang mal zu schauen, wo bin ich denn mit deinen Gedanken? Bin ich im Hier und Jetzt? Genieße ich das, was ich im Moment, in diesem einzelnen Moment gerade habe, gerade sehe, gerade fühle, gerade wahrnehme? Oder bin ich in Widerstand mit dem? Und wenn ich jetzt heute Morgen, oder es ist so schön hier und da war ich im Hotel, hallo Celeste, und der Frühstücksraum war total übervölkert. Es war ein Riesengetummel dort drin. Die Leute haben sich am Buffet vorbeigedrückt und jeder hat nur geschaut, dass er irgendwie das zu essen kriegt, was er will. Also wenn du das beobachtet hast, hast du dich total komisch gefühlt, wie in so einem Alienhaufen, der ferngesteuert um ein Buffet rumkruist. Und das hat sich für mich überhaupt nicht wirklich gut angefühlt. Und dann kamen diese Gedanken. Habe ich rumgeguckt und habe versucht zu beurteilen, wo die Leute herkommen. Habe versucht herauszufinden, was die machen. Ob das eine riesengroße Reisegruppe ist. Hallo Silvia. Ob das eine riesengroße Reisegruppe ist. Also meine Gedanken, von selbst sind die weitergelaufen und der nächste Gedanke hat den nächsten Gedanken bekommen und ich habe mich dann immer mehr irgendwie ferngesteuert gefühlt, weil so viele Menschen um mich rum sind und die du warst eigentlich gar niemand, aber trotzdem waren total viele da und dann liegt es halt wirklich an einem, ob man sich da eintunt in diese Energie, die da gerade in diesem Moment ist. Oder ob man zu sich zurückkommt, zu sich selber zurückkommt und sagt, wer bin ich, wie will ich die Welt sehen, was ist mein Selbstbild, was ist mein Bild von dieser Welt, wie sie funktioniert, wie gehe ich mit diesen Energien um, wie gehe ich mit Sachen um, die sich ergeben im Außen, die sich gerade nicht gut für mich anfühlen, was habe ich für eine Haltung dazu, wer bin ich in diesem Spiel als Schöpfer, was ist meine Perspektive als Schöpfer, werde ich da eingesaugt? Oder bin ich einfach nur der Beobachter? Und das ist so wichtig, dass man da bewusst ist, jeden Moment weiß, was geht mit mir ab. Weil sonst wirst du eingezogen wie von so einem Strudel und bist ferngesteuert, fremdbestimmt von deinem Umfeld, obwohl du, wie zum Beispiel ich in meinem Fall, mit niemandem eigentlich Kontakt hattest. Das heißt nicht, dass du mit den Menschen reden musst oder dich auseinandersetzen musst, sondern du machst diese Story, du machst dein Spiel, machst du ganz selber. Du schaust dir die Welt an und machst die Welt zu dem du sie machst. Und es ist deine Entscheidung, ob du die Welt zu diesem Horror-Alien-Walk am Buffet machst oder ob du dich zu dieser Königin machst, die unantastbar ihre Energie hält und ihre Energie aussendet. Und natürlich hast du immer freie Entscheidung, ob du, wie lange du dort bleibst. Und ich habe dann ein ziemlich kurzes Frühstück draus gemacht, abgesehen davon, dass ich eh nie wirklich viel frühstücke. Und habe mich dann wieder zurückgezogen zu mir und bin jetzt hier am Strand und habe mir ein Umfeld gesucht, das mich wieder auflädt, oder? Und so haben wir freiste Entscheidung über das, wie wir die Situationen wahrnehmen, wie lange wir in Situationen bleiben und ob wir auf einen Zug aufspringen, der uns ganz weit in die Vergangenheit führen kann und uns mit einem "Ich bin nicht gut genug, was kann ich nur tun, damit das Leben mich
unterstützt und das Leben mich liebt. Ja, also wenn du diesen Zug in die Vergangenheit antrittst, diesen Gedankenzug sozusagen, dann bleibst du irgendwann mal oder steuerst du irgendwann mal auf dieses Gefühl hin, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, die Welt ist schlecht, mir geht's schlecht, ich kann gar nichts machen, ich bin ausgeliefert. Also du bist dann plötzlich irgendwann mal in einem ganz kleinen, mickrigen Opfergefühl, das einfach nur eine Lüge ist. Und das liegt an dir, in welche Richtung du den Zug besteigst, in Richtung Vergangenheit, vergangene Stories, vergangene Erlebnisse oder ob du klar hier bist mit deinem Selbstbild, mit deiner Version von der Zukunft, die dich anzieht und immer weiterzieht und die dir zeigt, welche Entscheidungen zu treffen sind, wenn du mit diesem zukünftigen Bild in deine Zukunft laufen möchtest. Und das bedeutet für dich, dass du einfach jeden Moment präsent bist, dass du dir jeden Moment bewusst bist, wer du bist, wo du bist und wie du deine Entscheidungen triffst. Anhand Erinnerungen, Stories der Vergangenheit, schlechten Erfahrungen, es ist nicht gegangen, da bin ich enttäuscht worden, oder ob du die zukünftigen Entscheidungen da auf der Basis triffst, von deinem Bild in der Zukunft. Das entscheidest du jeden Moment. Wer bist du und wer bist du in Zukunft und niemals, wer warst du? Weil wer du warst, das darfst du dort zurücklassen. Im Vergangenen, im Wahren. Du kannst jeden Moment neu entscheiden, wer du bist. Jeden Moment neu entscheiden, was dein Bild und deine Vision von deiner Zukunft ist, dein Bild von dir in deiner Zukunftsvision, und dementsprechend triffst du deine Entscheidungen und ganz sicher nicht auf Basis, oh, das habe ich schon probiert, das hat nicht geklappt, oh nein, das geht nicht, das kann man nicht machen, oh nein und so weiter und so fort, sondern oh ja, meine zukünftige Persönlichkeit wählt, sich so zu fühlen. Meine zukünftige Persönlichkeit wählt, so zu denken, so zu sehen, wählt diese Perspektiven. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir klar wirst über dein Selbstbild, über dein Bild von dir in deiner Persönlichkeit, in deiner Zukunft und was du denkst und fühlst und handelst als diese neue Persönlichkeit. Und wenn du das nicht machst und nicht konsequent dran bleibst, spülst dich immer wie hier mit diesen Wellen zu Boden. Es wäscht dich, es zerschmettert dich und du kommst raus und fühlst dich wie zweimal gekaut und gegessen und wieder ausgespuckt. Und das muss nicht sein, weil du entscheidest. Du entscheidest, was du machst, was du tust, was du denkst, wie du dich fühlst, jeden Moment, in jeder Situation, mit jedem. Und nehme deine Kraft, deine Macht, deine Power zu dir und entscheide dich für dich, für dich, für dich und niemals gegen dich, gegen dich, gegen dich, wie vielleicht deine Vergangenheit dir suggeriert hat, dass es sein muss. Es muss nicht so sein. Es ist für dich, das Leben ist für dich, die Freude ist für dich, alles ist für dich, wenn du für dich gehst. In diesem Sinne, herzliche, herzliche Liebe, 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 Herzensgrüße aus Portugal. Lasst euch gut gehen, liebt euch, verwöhnt euch, trifft alle Entscheidungen für eures Wohl, dann ist es zum Wohl des Ganzen. Bye, bye, ihr Lieben, bis bald.